Hallo Leute, euer Finanzgoblin hier. Heute möchte ich mit euch einmal ganz kurz über Rubik sprechen und was es genau damit auf sich hat. Vorgestern habe ich ja einmal ein kurzes Video zu Osmosis gemacht, wo es sich um einen Cross- oder Interblockchain AMM handelt und mich ein bisschen darüber echauffiert, dass EVM-basierte AMMs das Problem haben, dass die Blockchains nicht miteinander kommunizieren können und deswegen eine Plattform wie Cosmos, also ja, dass Cosmos in der Lage ist, wenn das direkt per Design so ist, dass sie miteinander kommunizieren, ja, dass das einen Vorteil bildet. Allerdings gibt es natürlich auch weitere Projekte, die versuchen, quasi on top auf diesen EVM-Maschinen auch AMMs zu bauen, sodass dann auch Ethereum-basierte oder Ethereum Virtual Machine-basierte Blockchains miteinander kommunizieren können. Rubik ist ein Projekt, wo ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres reingegangen bin, weil ich halt deren Vision ganz geil fand und habe heute einmal während meines, sagen wir mal, jährlichen Rebalancings, wo ich mir all meine Shitcoins angeguckt habe, was sich so daraus entwickelt hat, geschaut, okay, was haben die denn jetzt für Fortschritte gemacht? Und ich war schon relativ überrascht und ja, bleibe auch weiter investiert anscheinend darin, aber natürlich keine Finanzberatung. Was man mit Rubik inzwischen wirklich schon machen kann, das konnte man nämlich vor einem Jahr noch nicht, weil da hat man die Hoffnung gekauft, ist Assets zwischen unterschiedlichen Blockchains zu traden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein bisschen was auf der Binance Smart Chain habe, zum Beispiel Rubik, die habe ich mir nämlich damals hier gekauft, und dann die verkaufen möchte auf einer anderen Chain, zum Beispiel Phantom für Phantom, kann ich halt hier zum Beispiel einfach $500 worth an Phantom, an Rubiks verkaufen und würde dafür dann ja quasi den Gegenwert in Phantom auf der Phantom Chain bekommen. Das heißt, so eine Plattform wie Rubik macht es halt möglich, Token zu tauschen ohne Token zu tauschen zwischen den unterschiedlichen Blockchains. Das heißt, wenn ich jetzt meine Binance Smart Chain Rubiks verkaufen möchte, um Phantom zu bekommen, um dann die Phantoms auf dem anderen Netz zu haben, ja, kann ich das halt über Rubik machen. Genau, ich kann einfach mal, wir können das einfach mal gemeinsam machen. Dann tausche ich immer hin und her und mache die Taschen leer dabei. Erstmal muss man das wie immer approven. Und der will nicht. Gucken wir, ob er jetzt will. Anmeldung konnte nicht abgeschlossen werden. Okay, jetzt liest er den Schlüssel aus. Perfekt. Hat etwas länger gedauert. Approve progress. Genau. Und jetzt dauert das, wie immer. Genau. Also das Coole ist halt wirklich, wenn man ja, also dass man dann einfach so über eine einzelne Plattform sagen kann, hey, ich weiß, ich habe jetzt hier, also das geht natürlich mit noch nicht allen Assets, aber das Coole ist ja wirklich, dass man sagen kann, hey, ich habe hier meine, ja, meine Rubiks zum Beispiel oder auch meine, weiß ich nicht, wenn man mit BNB irgendwie was kaufen möchte, dann natürlich auch mit BNB. Und ja. Aber es dann halt auf anderen Blockchains zu haben. Sondern ich habe mir gerade überlegt, ich habe ja genug in Phantom, wo ich allerdings im Moment keine Funds habe, ist auf Harmony. Dann machen wir das einfach mal auf Harmony und ich hole mir dort den Gas-Token. Ich habe das Netzwerk geaddet und verkaufe jetzt einfach mal meine Rubiks. Und auch hier ist es halt nichts, ja, nichts Krasses. Man bestätigt die Transaktion. Man sieht, weil das so häufig aufblinkt, werden da unterschiedliche, also wird unterschiedlich häufig das abgefragt. Und Trade in Progress. Jetzt gucken wir mal, wann der denn ankommt. Also das, was hier ganz cool ist, hier sieht man auch, wie das Ganze geroutet wird oder geroutet wird. Also die Rubiks, die ich hier
auf der Binance Smart Chain habe, die werden zuerst in BNB getauscht und dann in USDC getauscht. Dann wird das Ganze über irgendeine Bridge, ich denke, ich glaube, Rubik hat da eine eigene Plattform, also die eigene Swap-Plattform, in OneUSDC getauscht auf also auf dem Harmony Mainnet und kauft dann für dieses USDC One. Was halt echt ganz cool ist, ist, dass es halt ähnlich wie OneInch so eine Art Smart Swap hat und der dann halt automatisch auf den Blockchains nach dem günstigsten Weg sucht, um halt diesen Trade zu facilitaten. Aber man sieht natürlich, dass trotzdem relativ viele Gebühren dabei anfallen, weil ja, also man tauscht halt Rubik in BNB in USDC und dann USDC in One und bei PancakeSwap sind es, glaube ich, 0,3% Gebühren für so einen Swap und hier dann wahrscheinlich auch nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie bei Harmony die Gebühren sind, sorry, bei Viper Swap die Gebühren sind, aber wahrscheinlich auch 0,3%. Ferner nimmt Rubik natürlich auch einfach Gebühren für jeden Swap und das bringt mich halt zum nächsten Punkt. Wie kann man mit Rubik noch weiter Geld verdienen? Im Moment ist es leider nicht, also ja, ist es nicht möglich. Nicht möglich, direkt Geld zu verdienen. Was allerdings angedacht ist, ist, dass in Q1 oder Q2 ein weiterer Staking-Pool hinzubekommen, wo dann die Gebühren, die quasi anfallen, werden durch diese Multi-Chain-Swaps an die Rubik-Staker ausgeschüttet werden. Und dafür hatte ich auch heute tatsächlich einmal kurz deren Support angeschrieben, weil ich hatte halt gefragt, hey, ist es irgendwie möglich, Ex-Rubik, also das sind die gestakten Rubiks, mit denen man die Fees bekommt, irgendwie zu kaufen auf einem Sekundärmarkt. Das hatte der Bro erstmal nicht verstanden vom Support und dann hatte ich einfach mit denen ein bisschen gequatscht, ob die meine Suggestions dem Development- oder Architect-Team weitergeben können. Meine Idee ist halt gewesen, dass sie einfach eine Art Liquid Staking Model verwenden, so dass es halt möglich ist, die Rubiks in gestakte Rubiks zu tauschen. Und ja, das würde halt auch das einfacher machen, um aus den Positionen rein und raus zu rotieren. Ich hatte dann erklärt oder den Vorschlag gemacht, dass sie das so ähnlich machen könnten wie CVX, CRV, CRV. Dann halt analog dazu einen wie Binance Rubik zu Stake Binance Rubik's Pool aufzubauen, damit die Leute halt die Tokens hin und her swappen können. Das hätte halt den Vorteil, dass man einerseits in die gestakten, also man kann halt in die gestakten Positionen reingehen, um Yields darauf zu bekommen, aber gleichermaßen also Leute können sich reinkaufen, Leute können sich rauskaufen. Und ja, das ist halt gut, weil die Leute, die dann halt irgendwie den Need haben, aus so Positionen rauszurotieren, dann eine Möglichkeit haben, aus den Positionen rauszurotieren. Der Bro meinte, ja, die hätten, er hätte es dem Development-Team weitergeleitet. Ja, sonst, ich freue mich halt auf jeden Fall darauf, dass die sich weiter, ja, dass die sich weiterentwickelt haben in dem letzten Jahr. Ich habe auch mal so ein bisschen auf die Roadmap geschaut, was die hier so angekündigt hatten. Und die haben halt echt viele von den angekündigten Sachen erreicht. Insbesondere meinten die halt hier, war deren Ziel für Q2, Q3 auch andere Blockchains zu integrieren. AnySwap, XDAI, Heko Finance, Moonbeam, also dem Kusama Pay, Polkadot Parachain, Moonbeam. Ja, genau, Moonbeam ist die Polkadot Parachain, natürlich nicht, aber Moon River haben sie integriert, weil es Moon River gibt. Phantom ist auch drin, Avalanche ist auch drin, RenBTC glaube ich jetzt nicht. Aber ja, genau. Alleine wenn man sich hier anschaut, welche Chains sie integriert haben, sie haben Polygon integriert, Solana, AVAX, Moon River, Phantom, Harmony und was ist das hier? XDAI, genau. Ist eine coole Sache. Ja. Ich gucke einmal gerade, wie es mit meinem Trade aussieht, ob der schon durchgegangen ist. Completed, okay. Wunderbar. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist einfach auf das Harmony Mainnet zu gehen und zu sehen, wunderbar, die Ones sind angekommen.
Das ist cool. Also Rubik stays cubic. Ja, also was ihr hier jetzt seht, ist essentiell, dass ich auch, ja, dass ich, dass der Swap Cross-Chain funktioniert hat. Ich konnte jetzt einfach 500 Rubiks verkaufen. Das sind so knapp, ja, knapp $100 gewesen und konnte jetzt quasi über die Bridge, hier rüberkommen. Also, das ist schon cool. Also, das zeigt halt auch klar, sowas wie Osmosis ist halt geil, weil du dann quasi für jede Applikation auch eine eigene Blockchain deployen kannst. Aber es gibt halt auch Leute, die, quasi die Legacy-Systeme, lustig da von Legacy-Systemen zu sprechen, zu den Ethereum Virtual Machine-basierten Dingern weiterzuentwickeln und dann auch quasi on top zu bauen und die Systeme zu verbessern. Ja, ist halt schon cool. Und jetzt könnte ich halt quasi, ohne eine Bridge benutzt zu haben, einfach über einen Cross-Chain-Swap mit den Harmony One-Token spielen, also spielen, mit dem Netzwerk interagieren. Ja, wunderbar. Ich hoffe, das war aufschlussreich für euch und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich konnte euch Rubik näher bringen, auch um euch zu zeigen, dass es halt irgendwie auch noch weitere Möglichkeiten gibt, Ethereum weiter voranzutreiben oder Ethereum Virtual Machine basierte Blockchains weiter zu treiben und auch interoperabel zu machen und die Kommunikation zwischen den Blockchains zu erlauben. Ja, dementsprechend sage ich, bis zum nächsten Mal.